ist ein kleiner Schritt von hier nach da und es ist etwas sehr Großes für mich, jetzt hier zu stehen, Sie sehen zu dürfen und in diesem Moment auch das Wichtigste tun zu dürfen, mit dem Wichtigsten beginnen zu dürfen, mit den Worten des Danks. Und ich möchte meinen ersten Dank an dich, Georg, und an die Familie Reisach richten, weil ihr habt es ermöglicht, dass wir heute Abend hier überhaupt zusammenkommen können. Durch deine, eure Großzügigkeit ist es möglich, dass wir hier dieses Fest feiern, diese Buchvorstellung begehen. Vielen Dank, Georg, vielen Dank, liebe Familie Reisach, dass wir heute bei euch eingeladen sind. Und ich danke aber auch Ihnen allen, die heute gekommen sind, die sich auf den Weg gemacht haben, um gemeinsam heute diese Veranstaltung zu begehen, diese Buchvorstellung miteinander zu feiern. Und ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Und es waren sehr viele, ich möchte aber heute ganz besonders herausgreifen, diejenigen, die als Buchkorrekturleser zur Verfügung standen und heute da sind. Das ist Lisa Tischinger, Carola Hanti, Joachim Kempf und der Michael Gessel. Vielen Dank für eure wertvollen Rückmeldungen und Impulse. Ja, und ganz besonders will ich jetzt aber meiner Frau Elisabeth danken an dieser Stelle. Liebe Lisa, du hast mich als Erste, glaube ich, gelehrt, was es heißt, dem Ruf der Seele zu folgen. Als ich dir vor 30 Jahren begegnet bin, wurde mir klar, die Sprache der Seele ist die Liebe. Und seit 30 Jahren gehen wir miteinander durchs Leben und du hast mich sehr unterstützt, jetzt auch speziell in dieser Zeit des Buchschreibens, dass du es ermöglicht hast, dass ich neben der Arbeit, neben der Familie noch Zeit finden durfte, diesem inneren Ruf zu folgen. Es war ein innerer Ruf, dem ich nicht widerstehen konnte. Und du hast es verstanden, dass etwas in mir brennt und du hast Ja gesagt. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte jemanden danken, denn ohne ihn gäbe es dieses Buch nicht. Und dieserjenige ist Patrick Schank. Er saß vor 2 Jahren hier, als wir vor 2 Jahren schon einmal eine Buchvorstellung, damals das Selbstliebebuch, gehen durften, saß ich hier in diesen Reihen. Und wir hatten danach so ein Gespräch mit ihm, wo ich sagte, Mensch, lass uns doch mal miteinander ein Buch schreiben. Patrick Schank ist, war genauso alt wie ich. Wir sind fast auf den gleichen Tag geboren. Er war Kollege hier, er war Freund, er war Seelenbruder und wir saßen noch im Januar 2008 zusammen und haben uns so gefragt, was will denn das Leben noch so von uns? Und eine Woche später war er tot. Er starb durch einen Bergunfall hier am Liefenkopf und dieser Tod von ihm hat mich so erschüttert und da wusste ich so, dieser Patrick hatte so viele gute Samen gesät, so in seinem Leben, er war so ein besonderer, ein beseelter Mensch. Und so viele Patienten und andere Menschen haben gesagt, er hat uns so tief ins in Verbindung gebracht, wieder mit der Schöpfung und dem Schöpfer. Und er hat auch in meinem Leben ganz viele Samen gesät. Und deswegen ist dieses Buch ihm gewidmet, weil ohne ihn gäbe es dieses Buch nicht. Und ich hatte viele Inspirationen, die von ihm zu mir geflossen sind, so in dieses Buch hineingewoben. Und dafür möchte ich von Herzen danken, was er mir geschenkt hat und den anderen Menschen. Und auch wenn er jetzt nicht mehr in seinem physischen Leib ist, so ist er für mich doch da und doch sehr präsent und lebt in einer gewissen Weise in mir fort. Und er war auch ein begnadeter Geschichtenerzähler, hat Geschichten geschrieben und eine dieser Geschichten ist auch in dieses Buch hineingeflossen und ich darf jetzt Carola bitten, auch wir beide haben, glaube ich, eine sehr, sehr tiefe, feine Verbindung. Auch du hattest eine besondere Verbindung zu Patrick, aber auch für dich mehr wie ein Kollege, auch ein Seelenfreund. Und ich lade dich jetzt ein und ich danke dir, dass du Ja gesagt hast, jetzt diese Geschichte von Patrick vorzulesen. Und es ist eigentlich die Geschichte von Patrick, aber es ist eigentlich die Geschichte einer Ameise und es ist eigentlich die Geschichte von uns allen. Carola. Eins im anderen und alle verbunden. Ganz weit draußen, dort, wo noch Wildbäche durch riesige Wälder fließen, Quellen lustig vor sich hinspulen und das Röhren der Hirsche im Herbst zu hören ist, dort liegt der Ort, an dem diese Geschichte sich ereignet. Es ist Frühling und die Wärme der Sonne lässt die Zapfen an den großen Nadelbäumen ihre Schuppen öffnen,
damit die geflügelten Samenkörner mit dem Wind auf die Reise gehen können. Eins dieser Samenkörner landet unweit der Ameisenstraße, wo diese fleißigen Tierchen unablässig Material und Nahrung für ihren Bau transportieren. Eine dieser Ameisen findet den Samen und zerrt ihn mit ihren starken Beißwerkzeugen und den 6 dünnen Beinen zum Ameisenhaufen. Dort verschwindet sie mit dem Gefundenen in der Tiefe der Erde und kehrt wenig später zurück, um erneut auf die Suche zu gehen. Gerade noch erfreut sich die Ameise ihres Lebens, als sie von hinten gepackt wird und das Gift der Spinne sie lähmt. Dann wird alles schwarz. Als sie wieder zu sich kommt, spürt sie, dass ihr Körper aufgelöst in verschiedene Teile der Spinne umgebaut wird, und sie bemerkt, dass sie plötzlich wie eine Spinne fühlen kann, ja Teil der Spinne geworden ist. Das freut sie sehr. Spinne macht sich wieder auf, um nach Beute zu schauen. Da fällt ein kleiner Schatten auf sie und sie duckt sich noch. Doch zu spät. Blaumeise war schneller und trägt Spinne als Futter zu ihren Jungen. Dort verschwindet Spinne im rosa Schnabel eines bettelnden Jungvogels. Dann wird alles schwarz. Als sie wieder zu sich kommt, spürt sie, dass sich ihr Körper auflöst und ein Teil des jungen Vogels wird. Sie kann sich plötzlich leicht wie ein Vogel fühlen und freut sich, bald mit dem Vogel das Fliegen zu lernen. Aber halt, da war noch jemand. Wer bist du? Ich bin Ameise und Teil von dir geworden. Und ich bin auch Teil dieses Vogels und auch ich freue mich, bald auszufliegen. Die kleine Blaumeise wächst und macht ihre ersten Flugversuche. Und so lernen auch Ameise und Spinnen fliegen. Kaum aus ihrem Nest ausgeflogen und recht übermütig macht sich die junge Blaumeise waghalsige Flugmanöver und stürzt dabei in einen Teich. Gerade noch mit den Flügeln aufs Wasser schlagend, findet sie sich im nächsten Moment im großen Maul von Hecht. Dann wird alles gut. Als sie wieder zu sich kommt, spürt sie, wie sich ihr Körper auflöst und Teil des Hechtes wird. Die Federn werden zu Schuppen und die Flügel zu Flossen. Sie kann wie ein Fisch das Wasser erleben und diese wunderbare Welt unter der Oberfläche. Da bemerkt sie, dass noch etwas da ist. Wer bist du? Ich bin Ameise und Teil von Spinne. Und ich bin Spinne und Teil von dir. Und wir freuen uns mit dir, dieses Wassererlebnis zu teilen. Hecht schwimmt munter im Teich und wird größer. Doch dann kommt Otter. Er hat gerade diesen kleinen Teich entdeckt und da er Hunger hat, macht er sich auf die Suche nach Fisch, seiner Leibspeise, eben Muscheln, die er auch gern mag. Hecht ahnt nichts davon. Bisher war er der größte Räuber im Teich gewesen und über die Monate auch etwas unvorsichtig geworden. Schwupp macht es und das Wasser spritzt, als Otter den Hecht zwischen seinen Zähnen an Land bringt und genüsslich in der Sonne verspeist. Dann wird es schwarz. Als er wieder zu sich kommt, kann Hecht spüren, wie sein Körper Teil des Otters wird. Und das macht ihn ganz aufgeregt. Er wird lernen, wie es ist, gleichzeitig im Wasser und auch am Land atmen und leben zu können. Das ist eine Sensation. Ist das nicht unglaublich, sagt Ameise zu Hecht. Und Hecht erschrickt, er dachte, er wäre allein. Sagenhaft, mein Spinne. Einfach magisch, zwitschert Blaumeise. Und sie erzählen Hecht, wie sich so alles zusammengefügt. So verbringen sie eine wunderbare Zeit am Teich und es wird Herbst. Otter ist alt geworden und müde. Viele Sommer hat er gesehen und er hat das Gefühl, sein Leben ganz gelebt zu haben. So entscheidet er sich, einen Platz zu suchen, an dem er für immer einschlafen kann. Er findet ein dickes Moosbett unter einem alten Nadelbaum und die untergehende Sonne schickt ihre letzten Strahlen dorthin. Zufrieden legt sich Otter aufs Moos und dann wird es dunkel.
Als er wieder zu sich kommt, spürt er, wie sich sein Körper in der Erde auflöst und verwandelt. Er selbst aber immer leichter wird und zu schweben beginnt. Ganz entzückt von diesem Ereignis bemerkt er erst jetzt, dass überall Schnee liegt und dass neben ihm auch Ameise, Spinne, Blaumeise und Hecht schweben. Sie bedanken sich gegenseitig für die tiefen Einsichten in das Leben durch den anderen und die große Verbundenheit, die sie jetzt alle spüren. Sie alle sind nun wirklich frei geworden und können noch einmal auf ihr Leben zurückschauen. Und das, was sie da sehen, erfüllt sie sehr, denn ihr Leben hat einen Sinn gehabt. Und Ameise staunt nicht schlecht, als sie sieht, dass aus dem Samen, den sie in die Erde getragen hat, ein kleines Bäumchen zu sprießen. Der ewige Kreis. Von Geburt an beginnt das Erlebnis. Wenn wir uns zur Sonne drehen, gibt es mehr zu sehen, als man je sehen kann. Mehr zu tun, so viel mehr zu verstehen. Das Leben hier ist ein Wunder. Alles neu, alles endlos und weit. Und die Sonne zieht leis ihren goldenen Kreis, führt groß und klein in die Ewigkeit. Und im ewigen Kreis dreht sich unser Leben. Dem Gesetz der Natur sind wir geweiht. Wir sind alle Teil dieses Universums und das Leben ein ewiger Kreis. Diese Geschichte von Patrick, die er aufgeschrieben hat, sie erzählt vom ewigen Kreis. Und ich habe sie zweimal gelesen, diese Geschichte, einmal bevor Patrick starb. Und ich fand sie schön und gut. Aber sie hat mich noch nicht wirklich berührt, noch nicht tief berührt. Aber dann, als er tot war, habe ich sie nochmal gelesen. Und sie hat mich ganz neu berührt. Ja, Patrick ist Teil des ewigen Kreises, wie ich, wie sie auch. Ich glaube, wir leben oft so, als wäre das nicht so. Wir leben womöglich ein Leben in einer großen Unbewusstheit. Und erst wenn irgendwas uns aufrüttelt, wachen wir auf und merken, das Leben ist ein Wunder. Und wir sind Teil dieses Wunders. Und wie ist es doch anders, wenn wir das spüren können, dass das Leben ein Wunder ist und wir auch wundervoll sind. Uns hat Patrick mich gerufen, dieses Buch zu schreiben, und er hat mitgeschrieben, um davon zu erzählen, dass wir uns doch berühren lassen, tiefer berühren lassen von diesem Wunder des Lebens. Und das ist das Anliegen des Buches, es möchte berühren. Es möchte in Berührung bringen. In Berührung mit diesem Mysterium des Lebens. Mit diesem Wunder des gegenwärtigen Augenblicks. Des Jetzt. Und das größte Abenteuer der Menschheit ist der gegenwärtige Augenblick. Wirklich jetzt lebendig zu sein. Zu fühlen, zu spüren. In Berührung zu sein. Und dieses Buch wird in Berührung bringen mit dem Tiefsten in uns selber, mit diesem innersten Kern, diesem Ort, wo wir spüren um dieses Wunder, wo wir ahnen, ja, wir sind Teil des ewigen Kreises. Und wenn wir in Berührung sind mit diesem Innersten in uns, dann können wir ganz anders uns auch berühren lassen vom Leben, von diesem Geschenk des Lebens, dieser Gnade des Lebendürfens. Und so möchte ich dieses Buch berühren und ermutigen, dass, wenn wir doch dieses wunderbare Leben uns auf eine einmalige Weise geschenkt bekommen haben, dass wir es so leben, dass wir eines Tages ohne Reue gehen können. Und es gibt Erkenntnisse.
kennen Sie dieses Buch, 5 Dinge, die Sterben der meisten bereuen. Wo eine Palliativschwester Menschen am Sterbebett fragt, was sie denn in der Rückschau ihres Lebens bereuen. Und das Erste, was diese Menschen sagen, ist, ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern ich habe es irgendwie anderen recht machen wollen oder war irgendwie sozusagen gefangen in etwas anderem. Und so möchte dieses Buch einladen, dass wir doch ein stimmiges Leben führen im Einklang mit unserer Seele, im Einklang mit unseren tiefsten Wünschen, Sehnsucht, unserer Würde, unseren Werten. Und es gibt uns in uns allen diesen Ort, der darum weiß. Und machen Sie sich mal bewusst, dass Sie alle diesen Kern in sich tragen. Wenn Sie damit in Berührung sind, dann wissen Sie, dann spüren Sie, ja, es ist wahr, dass dieses Leben so kostbar ist, dass es so zerbrechlich ist. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir dieses Leben mit Bewusstheit leben. Dass wir nicht bloß überleben, sondern wirklich lebendig sind. Und die einzig mögliche Antwort auf dieses Geschenk des Lebens ist, wirklich lebendig zu sein. Und wir sind es dadurch, dass wir spüren, dass wir fühlen, dass wir wirklich tief in uns verbunden sind. Und dieses Buch möchte einladen, diesen Weg des Lebens so zu gehen, dass wir in Verbindung sind. Und es gibt keinen vorgefertigten Weg, sondern unsere Fußspuren sind der Weg. Und so ist dieser Tod von Patrick für mich ein Weckruf gewesen, mein Leben jetzt mit einer neuen Bewusstheit leben zu wollen. Und ich habe kurz vorher noch eine Geschichte gelesen von einem anderen Menschen, der ähnlich alt war wie ich, der auch die Gelegenheit hatte, eine Rede vor vielen Menschen, das war Steve Jobs, der kurz vor seinem Tod noch eine Rede gehalten hat vor Studenten der Stanford Universität, und der war genauso alt wie ich, Steve Jobs, genauso wie Patrick so alt war wie ich. Und Steve Jobs hatte zu diesem Zeitpunkt, als er diese Rede hielt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, an dem er dann auch verstarb. Und er hatte diese Rede betitelt mit die größte Erfindung des Lebens. Und Steve Jobs gilt ja für viele so als der größte Erfinder der Neuzeit, weil er ja dieses Smartphone kreiert hat, ohne das viele sich ein Leben gar nicht mehr vorstellen können, das so sehr zu unserem alltäglichen Begleiter geworden ist, dass es fast schon ein Körperteil zu sein scheint, dass es überall dabei ist, im Restaurantbesuch, wo auch immer. Und er, der diese Erfindung des Smartphones ermöglicht hat, der die größte Erfindung des Lebens ist, der Tod. Der Tod ist die größte Erfindung des Lebens. Das hat er angesichts seiner eigenen Krebserkrankung gesagt und hat deswegen zu diesen Studenten gesagt, und ihr, die ihr jetzt diesen Weg des Lebens noch vorher habt, euch möchte ich sagen, dass wenn ihr jetzt schon leben dürft, dann lebt so, dass ihr wirklich eurem Herzen folgt, dass ihr wirklich das tut, was euch mit Freude erfüllt, dass ihr euren Visionen folgt. Und er war ein großer Visionär, was auch immer in seinem Leben Gutes oder Schlechtes bewirkt hat, er war ein Visionär. Und ihm half, seinen Visionen treu zu werden, diese frühe Bewusstheit über diese Endlichkeit. Denn im Alter von 17 Jahren hatte er sich entschieden, jeden Tag vor dem Spiegel zu stehen und sich die Frage zu stellen, wenn das heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das, was ich vorhabe zu tun, dann auch tun? Und wenn mehrmals hintereinander die Antwort Nein war, dann wusste er, ist es Zeit, etwas zu ändern. Der Ruf der Seele ist, du kannst da nicht bleiben, wo du bist. Du musst nochmal aufbrechen. Und er ist diesem Ruf seiner Seele gefolgt und deswegen konnte er ein so visionäres Leben führen und hat diesen Studenten gesagt, ihr müsst darauf vertrauen, dass etwas mit euch geht, etwas für euch. Nennt es Schicksal, Karma, wie auch immer. Etwas führt euch, vertraut euch diese Führung an. Und so ist der Tod tatsächlich auch ein Wandler, der uns wandeln kann von Unbewusstheit zu Bewusstheit. Das Memento Mori, das Carpe Diem, das gehört zusammen. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist und pflücke den Tag. Ich glaube, manchmal leben wir so, als hätten wir noch ein zweites Leben im Rucksack, ja? Oder das wäre nur die Generalprobe und noch gar nicht die Aufführung selbst. Und erst
wenn irgendwas uns erschüttert, eine schwere Erkrankung oder ein Abschied eines nahen Menschen, dann vielleicht wachen wir auf und merken, nein, jetzt ist der Moment. Und um ein Leben zu führen, das wirklich ein beseeltes Leben ist, dürfen wir dieses Geschenk der Seele, das wir haben, nutzen. Und es gibt einen Menschen, der unverdächtig ist, irgendwie ein esoterischer Spinner zu sein oder einer, der sozusagen kein schlauer Kopf gewesen wäre, Albert Stein. Er sagt, nicht Albert Stein, Albert Einstein, er sagt, Albert Einstein, er sagt, er nennt die Seele, sozusagen diese innere Fähigkeit zu spüren, zu erfüllen, zu ahnen, diese große geschenkte Intuition, sagt dieser intuitive Geist, das ist das eigentliche Geschenk unseres Lebens. Und der rationale Geist, den wir alle haben, ist nur ein treuer Diener. Aber wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Also wir scheinen in einer Welt zu leben, die sehr kopfgesteuert ist. Und manchmal laufen wir vielleicht wie so Kopffüßler rum, so unbeseelt und vergessen, dass in uns eine Fähigkeit schlummert, die erfüllen, ahnen, intuitiv erfassen kann, was stimmt für uns, wie wir leben wollen. Also es gibt in uns allen diese innere Stimme, die weiß, was für uns gut ist. Aber wir können diese Stimme nicht mit den äußeren Ohren hören, sondern wir können sie nur fühlen, erspüren, mit dem Herzen wahrnehmen. Und sie ist immer da. Und dieses Buch wird davon erzählen, wie wir dieser inneren Stimme wieder Raum geben können, wie wir ihr begegnen können, wie wir ihr Vertrauen schenken können. Denn sie ist das Geschenk, das eigentliche Geschenk, diese Begabung zu erfassen, zu erspüren, wie wir auf stimmige Weise leben wollen. Und wie Georg schon gesagt hat, ging es mir nicht darum, eine Definition vorzulegen, was diese innere Stimme, Seele definiert, sondern eher phänomenologisch zu fragen, wie erfährst du, wie erfahre ich diese innere Stimme? Wie spricht sie zu dir? Wie kannst du, wie kann ich sie erfüllen, erfassen? Und für mich ist das so, dass sie sich dadurch zeigt, dass ich eine Wahrnehmung von Stimmigkeit und eine Wahrnehmung von Nichtstimmigkeit in mir erfüllen kann und das unterscheiden kann. Dass ich sozusagen erfüllen kann, dass da zum Beispiel das Herz aufgeht, in mir etwas ins Fließen kommt, etwas ganz weit und ganz leicht und ganz einfach sich anfühlt und dann spüre ich, ja, das ist stimmig. So kann es gehen. Ja, dieser Schritt scheint gut zu sein. Diesen Schritt möchte ich gehen. Das ist diese Erfahrung von Stimmigkeit. Und dann gibt es Momente, vielleicht kennen Sie das auch, wo Sie sich vom Kopf her etwas einreden. Das muss ich doch tun, das wird von mir erwartet. Was denken denn andere, wenn ich das jetzt nicht mache? Aber in Ihnen sperrt sich etwas, da macht etwas zu, es verkrampft, es ist wie quer. Und Sie machen es dann trotzdem und dann macht es ganz kompliziert und es funktioniert nicht. Und Sie haben entgegen Ihrer eigenen Seele gehandelt. Also auch die Erfahrung von Nichtstimmigkeit will uns helfen, etwas nicht zu tun, etwas zu lassen, weil es nicht für unsere Seele stimmt. Das heißt, dieses innere Organ, dieses unsichtbare Organ, ist wie ein Kompass, das uns helfen wird, diesen Weg zu finden in dieser sehr, sehr komplexen, sehr verunsicherten Welt, in der wir uns befinden. Ist es nicht so, dass wir alle von einer Krise in die andere schlittern, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das Gefühl haben, worauf können wir uns überhaupt noch verlassen? Ja? Was stimmt noch? Ja? In der Politik ist ja alternative Fakten zum Unwort des Jahres geworden. Ja? Diese Legitimation, Lügen als Tatsachenbehauptungen darzustellen. Was stimmt noch? Wem kann ich vertrauen? Dann gibt es das Stichwort der Lügenpresse. Es gibt Radikalisierung, es gibt Verunsicherung, es gibt unterschiedliche Krisen. Und im Außen finde ich keinen Halt. Wem kann ich vertrauen? Aber es gibt in uns eben diese Instanz, der ich mich anvertrauen kann, die weiß, wie ich leben soll, diese innere Stimme. Und ihr können wir vertrauen. Doch in dieser lauten Welt sind wir so sehr in Versuchung, gar nicht mehr dieses zarte Flüstern dieser Stimme zu hören, denn die Stimmen dieser Welt sind so laut und so vielfältig, dass sie unsere Aufmerksamkeit heischen und wir
gar nicht mehr Raum finden, um unserer eigenen Seele zu begegnen. Und was macht dann unsere Seele? Sie will ja für uns da sein. Sie will sich uns mitteilen. Sie sucht Wege und Weisen, sich uns zu zeigen. Und sie fängt an, zum Beispiel sich durch eine Unzufriedenheit mitzuteilen, dass wir uns unwohl, unzufrieden fühlen. Und dann möchte sich unsere Seele mitteilen und sie fragt, stimmt dein Leben so, wie du gerade lebst? Und dann wäre es die Gelegenheit, hinzuhören und zu spüren, ja, vielleicht sollte ich etwas ändern, vielleicht sollte ich einen neuen Weg wagen. Aber wenn wir auf diese leise Flüsterstimme nicht hören und das wegwischen oder vielleicht betäuben, dann muss sie lauter werden, dann muss sie deutlicher werden, dann schickt sie uns vielleicht eine Krankheit. Und so wie wir in dieser modernen Medizin des 21. Jahrhunderts Krankheiten verstehen, glaube ich immer noch, dass wir sehr ein mechanistisches Bild haben, dass unser Körper wie so eine Maschine funktionieren soll, möglichst wenig Wartung braucht, möglichst immer reibungslos und geschmiert laufen soll. Und wenn dann mal was nicht klappt, dann gehen wir zum Fachmann, der wechselt vielleicht noch Ersatzteile aus und dann soll es wieder weitergehen. Das ist ein sehr enges Bild, ein sehr seelenloses Bild, eine seelenlose Medizin. Denn in Wahrheit ist dieser Körper keine Maschine, sondern ein beseeltes Wesen. Und die Seele möchte über die Krankheit sich mitteilen. Der Körper ist sozusagen der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und in jeder Krankheit steckt ein Rufen der Seele. Immer wieder ruft sie, stimmt es so, wie du jetzt gerade lebst? Willst du so leben? Und sie schenkt uns deutlichere Signale. Und viele Patienten sagen, wenn sie herkommen, rückblickend habe ich da und dort eigentlich schon Hinweise meiner Seele bekommen und am Schluss hat sie mich angebrüllt. Ja? Also ich habe mich angebrüllt, weil ich nicht hören wollte. Und hier in der Psychosomatik sagen wir, das Verhältnis von Seele und Körper ist wie in diesem Dialog zwischen Seele und Körper, dass die Seele zum Körper sagt, sagst du ihr oder sagst du ihm, auf mich hört sie er nicht. Dann sagt der Körper, ich werde krank werden, damit er sie sich Zeit nimmt für dich. Also Krankheit als Gelegenheit innezuhalten, als auf diese Ruf der Seele zu lauschen. Und auch Unfälle sind solche Weisen, wie das Leben uns anhalten möchte. Und wir verunfallen nicht, weil die äußeren Bedingungen so schwierig sind, weil da viel Schnee liegt oder es glatt ist, sondern weil wir innerlich sozusagen so unbewusst sind, weil in uns Aufruhr ist. Und dann stolpern wir und dann sagt unsere Seele, so jetzt, halt doch mal inne. Bist du zu schnell unterwegs? Bist du auf dem falschen Weg? Auch Unfälle sind Einladungen unserer Seele, aufzuwachen. Hör auf mich oder hör auf mit diesem Alten. Und auch Krisen, wir alle gehen durch Krisen, auch Krisen sind Rufe der Seele. Für mich ist die Krise wie das Fieber der Seele, einer sinnsuchenden Seele, die im bisherigen Leben keinen Sinn mehr findet. Und so sind auch die Krisen, durch die wir wandern, letztlich Einladungen der Seele, wieder auf sie zu hören. Heute früh durften wir wieder ungefähr 28 Patienten begrüßen und ich habe ganz oft gehört, ich habe mich verloren, ich habe mich nicht mehr gespürt, ich bin nicht mehr in Kontakt mit mir. Ja, so geht es uns allen in gewisser Weise, dass wir in dieser schnellen, dieser hochdynamischen, dieser komplexen Welt uns so leicht verlieren. Und da ist auch diese Erfindung von Steve Jobs ein Aspekt, was es uns manchmal so schwer macht, bei uns zu sein, denn diese Erfindung des Smartphones mit dem immer verfügbaren Internet mit dem WWW, World Wide Web, lädt uns ein, WWW, weit, weit weg zu sein. Nicht mehr bei uns selbst zu Hause, sondern irgendwo in der Welt herumzusurfen, irgendwelche Nachrichten, Messages zu empfangen, aber nicht mehr hier bei mir im Internet zu sein. Und Apple hatte zum 10-jährigen Jubiläum des iPhones verkündet, dass ein durchschnittlicher Apple-User am Tag die Erwachsenen, also nicht die Kinder, die Jugendlichen, das ist wahrscheinlich noch häufiger, 83 Mal am Tag das Handy in die Hand nehmen, um drauf zu schauen. 83 Mal gehen wir sozusagen ins Netz. Ja? Und wie oft am Tag gehen sie in sich, in ihr Intranet, wie oft nehmen sie sich Zeit,
mal in sich hineinzuhören, hineinzulauschen. 83 Mal, mehr oder weniger? Wahrscheinlich weniger, vermute ich. Und es gibt so einen schönen Text von Rainer Maria Rilke, der für mich auf eine ganz besondere Weise beschreibt, wie diese Seele sozusagen spricht, wie sie im leisen Säuseln sich mitteilt. Ich möchte kurz Rilke zitieren. Vor lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tief, tiefes Leben. Dass du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben. Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, lass deine Sinne besiegen. Jedem Hauche, gib dich, gib nach, er wird dich lieben und wiegen. Und dann, meine Seele, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge. Ja, die Seele möchte auf eine Weise zu uns sprechen, wie sie uns einlädt, unser Potenzial zu entfalten. Sie möchte, dass wir der werden, der in uns angelegt ist. Sigi Jung sagt, in jedem von uns gibt es einen Menschen, der wir eigentlich sind. Er nennt es das wahre Selbst. Und unsere seelische Aufgabe ist, uns dahin zu entwickeln, diesem wahren Selbst mehr und mehr zu entsprechen. Und kein falsches Leben zu führen. Was meine ich mit falschem Leben? Ich glaube, wir alle sind von früh auf sozialisiert, dass wir lernen, auf die Stimmen da draußen zu hören. Es gibt ganz aktuelle Untersuchungen von einer University of Emory, dass gleich 14 bis 24 Monate alte Kinder bereits sozusagen Antennen entwickeln, wie sie sozusagen wahrnehmen, wie ihr Spielverhalten belobigt oder nicht belobigt wird. Und wenn sie Lob bekommen für dieses Spielverhalten, dann intensivieren das. Und wenn sie für etwas nicht belobigt werden, dann ändern sie das. Also ganz früh entwickeln wir Antennen, die darauf ausgerichtet sind zu lauschen nach außen, was wird von uns erwartet, wofür werden wir anerkannt, wofür werden wir belohnt, wertgeschätzt. Und das ist in gewisser Weise eine kluge Strategie für ein menschliches Wesen, das 18 Jahre mehr oder weniger darauf angewiesen ist, dass fürsorgliche Erwachsene sich um dieses Wesen kümmern, bis es eines Tages mal selber auf eigenen Beinen stehen kann. Das heißt, wir als Spezies Mensch brauchen zu unserem Überleben die Anerkennung, die Zugehörigkeit, Liebe unserer Eltern. Und wir tun fast alles, um diese zu bekommen. Und da wir in so einer leistungsorientierten Welt leben und unsere Eltern auch durch diese geprägt sind, werden ganz früh Erwartungen, Vorstellungen, Leistungsansprüche an uns herangetragen, wie wir es sein sollen, wo wir vielleicht ganz früh das Gefühl bekommen, wir genügen nicht und wir müssten noch mehr tun und noch besser sein, müssen noch mehr anstrengen. Und so beginnen wir sozusagen ein fremdgesteuertes Leben, indem wir den Erwartungen, den Vorstellungen anderer genügen. Nach deren Bild sollen wir uns entwickeln. Aber wenn wir erwachsen werden, dann werden wir nicht nur älter und größer, sondern wir sollen auch wachsen in unseren Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten. Und wir können anfangen, die Antenne nicht nur nach außen, in diese Welt da draußen zu richten, sondern nach innen zu spüren, dass da in uns etwas ist, das wir wahrnehmen können und das unser Allerbestes will. Unser Innerstes, dieser Ort der inneren Gewissheit, dieser Ort, der uns Heimat schenkt. Und wir können anfangen, nach innen zu horchen. Also wenn die alte Gangart des Lebens Gehorche und Folge lautet, gehorche den Stimmen da draußen, den Erwartungen der Gesellschaft, die an dich herangedacht werden, und folge diesen, erfülle sie, dann wäre es eine neue Gangart, zu der dieses Buch einladen will, horche nach innen. Und folge dieser deiner inneren Stimme, die weiß, was für dich gut ist und die dein Allerbestes möchte.
Und sie spricht immer aus einer Warte des Wohlwollens zu dir und sie lügt dich nie an. Du kannst ihr vertrauen. Und dann ist es mit dem Vertrauen ja so, dass wir vielleicht, wenn wir nicht geübt sind, dieser inneren Stimme zu vertrauen, dann Sorge haben. Wie ist es denn? Kann ich dieser Stimme wirklich vertrauen? Und dann gilt es sowas immer mehr zu üben, mit dieser Stimme uns vertraut zu machen, dass wir sie kennen. Und ich habe vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, wie Stimmen hilfreich sein können. Ich war vor 35 Jahren in der Abschlussklasse und habe für 35 Jahre meine Mitschüler nicht mehr gesehen. Und als ich eingeladen war zu den Klassentreffen, sah sich meinem damaligen Amtnachbarn gegenüber und hatte sich optisch total verändert. Ich habe den nicht wiedererkannt, aber als ich seine Stimme gehört habe, du bist doch Harald, ja? Das ist doch die Stimme von Harald. Also an der Stimme habe ich ihn wiedererkannt, weil sie mir vertraut war. Und diese Stimme bleibt, ja? Auch wenn optisch äußerst sich verändert, aber die Stimme bleibt. Und so können wir auch dieser Stimme der Seele uns anvertrauen und sie kennenlernen und uns mit ihr vertraut machen, dass wir spüren, ja, das ist dieses Flüstern der Stimme und sie ist nie fordernd, sie ist nie eine, die uns zwingen will, sondern immer eine, die uns einladen, locken möchte, sie uns neugierig machen möchte, die wirklich uns das Allerbeste ermöglichen möchte. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie selber in Ihrem Leben Räume und Zeiten gestalten, wo Sie Ihrer eigenen Seelenstimme begegnen können. Denn es liegt an uns, Bedingungen zu gestalten, wo wir sie hören können, oder Bedingungen zu gestalten, wo wir den Kontakt zu ihr verhindern. Und ich frage oft meine Patienten diese zwei Sachen. Wie erfährst du die Verbindung zu deiner Seele und wie verhinderst du den Kontakt zu deiner Seele? Und bei dem Verhindern wissen alle, ah ja, indem ich immer was mache und arbeite und rede und also tue und gar nicht mehr zur Ruhe komme, mich immer beschäftige und ablenke, verhindere ich den Kontakt zu meiner Seele. Und ich würde ihn dadurch ermöglichen, dass ich mir Zeiten der Ruhe, der Stille, der Entschleunigung ermögliche. Und ich möchte jetzt Sie zu einer kleinen Übung einladen, dass Sie mal für einen kleinen Moment sich erinnern, eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie gespürt haben, jetzt in der Rückschau wissen, ah, da war ich in Verbindung mit meiner Seele. Ich lade Sie mal so, dann für einen kurzen Moment die Augen zu schließen, nach innen hinein zu spüren und ein inneres Bild auftauchen zu lassen, wo in meinem Leben habe ich diese Verbindung zu meiner Seele, zu meinem tiefsten Inneren gespürt, da war ich ganz beseelt, ganz lebendig, ganz beglückt. Lassen Sie mal ein inneres Bild auftauchen. War das? In welchem Moment haben Sie das erlebt? Ja, dann nehmen Sie nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge, bevor Sie diese kleine Übung abschließen. Und ich möchte Ihnen jetzt ersparen, dass Sie es jetzt hier erzählen müssen, aber ich erzähle Ihnen, weil ich diese Übung ganz oft mit Patienten mache, was mir meine Patienten in solchen Situationen sagen, dann, ja, das war bei der Geburt meines Kindes. Oder da war ich auf einem Berggipfel. Da war ich total wie mit allem verbunden. Oder das war ein Moment, wo ich ganz liebevoll mit einem anderen Menschen oder einem anderen Wesen verbunden war. Vielleicht mit meinem Hund. Oder einem Partner oder einem Kind. Es sind immer ganz einfache Bilder. In diesen Bildern geht es um Verbundenheit. Und es sind oft Bilder in der Natur, wo Raum und Zeit ist zu etwas Ursprünglichem zurückzufinden. Und Patrick,
dem ich am Anfang erzählt, war ein Meister darin, Menschen wieder zu verbinden mit diesem Heilraum Natur. Und er hat davon gesprochen, dass die Natur letztlich dieser Ort ist, wo wir diesem Ursprünglichen begegnen. Also wenn wir lange genug in die Natur hinausgehen, dann endet dieser Strom des Denkens und wir fangen an, mehr zu spüren, mehr wahrzunehmen. Und in dieser beseelten Natur können wir uns auf eine beseelte Weise wahrnehmen. Wenn wir so offen für die Wunder der Natur sind, dann werden wir in der Begegnung mit dem Wunder der Natur, das Wunder unserer eigenen Natur entdecken. Und wir können diese Wesen der Natur fragen, wie bist du, wie auch ich bin, wie bin ich, wie auch du bist. Und dann spüren wir, dass ein Baum vielleicht den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt wie wir, des Werdens und Vergehens. Dass auch wir diesen Zyklen der Natur unterworfen sind, so wie die Jahreszeiten auch unsere Lebenszeiten sind. So ist vielleicht der Frühling in der Natur die Zeit der Kindheit, wo wir wachsen und alles neu ist und aufbricht und ganz aufregend ist. Und dann kommt der Sommer, wo wir ganz tätig sind, wo es ganz heiß ist, wo wir Erwachsene dann kräftig sind, in der Fülle, in der Blüte des Lebens stehen. Und dann kommt der Herbst des Lebens. Oder ich bin im Herbst des Lebens schon angekommen, davon zeugen schon meine Haare, dass auch wir manchmal uns glauben machen wollen, nein, nein, ich bin noch nicht im Herbst des Lebens. Und dann gehen vielleicht Männer in meinem Alter nochmal, oder wollen nochmal den Frühling zurück, der zweite Frühling, und suchen sich eine jüngere Frau. Vielleicht nochmal ein bisschen Frühlingsluft zu schnuppern. Aber es geht darum, die Qualität des Herbstes anzuerkennen. So, ja, ich bin jetzt im Herbst des Lebens. Und worum geht es im Herbst? Der Herbst ist die Zeit des Erntedankfestes. Ja? Einzusammeln. Was ist wesentlich? Was ist die Essenz meines Lebens? Also wenn es im Frühling, also in der Kindheit vielleicht um ein biologisches Wachstum geht, dann geht es im Herbst des Lebens eher um ein geistiges oder spirituelles Wachstum. Und spätestens im Herbst des Lebens brauchen wir irgendwie eine Art von Spiritualität, um überhaupt uns dem Winter, dem Sterben, hinzuöffnen, dem Letzten loslassen. Dass wir da irgendwie gut gehen können, uns wandeln, uns diesem Kreislauf des Lebens ganz hingeben. Und so ist es gut, wenn wir von diesen Zeiten der Natur lernen und schauen, was für unterschiedliche Qualitäten da in den Jahreszeiten sind und wo bin ich gerade und was ist jetzt gerade gefordert und was ist da jetzt meinem natürlichen Rhythmus gemäß? Und dann ist etwas so, was in Frieden kommen kann, weil wir dann nicht mehr gegen diese Natur ankämpfen müssen, nicht mehr im Alter sozusagen Anti-Aging machen müssen, also quasi unsere Falten wegspritzen müssen. Das finde ich eine falsch verstandene Form der Entfaltung. Ja? Sondern eigentlich geht es vielleicht darum, uns weiter zu entwickeln. Und Entwicklung heißt für mich immer, aus einer kleineren Geschichte aufzuwachen, um in eine größere Geschichte hineingeboren zu werden. Und wenn wir älter werden, dann wollen wir doch weiter wachsen und nicht enger wachsen. Also es geht eigentlich darum, so diesen Horizont weiter zu werden. Und ich freue mich immer über so alte Menschen, so, wir haben hier in der Kultur keine große Wertschätzung für unsere Ältesten, aber da gibt es so viele, die so eine Altersweisheit haben, so eine Milde, die mit einem gültigen Blick auf das Leben zuschauen, so wie das Herbstlicht ganz golden ist und die Landschaft so eintaucht in ein ganz, ganz sanftes Licht, so kann auch dieser dankbare, gütige, versöhnliche Blick eines älter gewordenen Menschen mit dem Leben auch balsam sein für die Jüngeren. Und so wie die äußere Natur auch die innere Natur in den Zyklen unterworfen sein, und wenn wir in die Natur hinausgehen, dann sehen wir immer die Schönheit des Lebens und gleichzeitig die Vergänglichkeit des Lebens. Und so auch in unserem Leben. Beides ist da. Und wenn wir dazu bereit sind, das zu umarmen und damit zu gehen, dann kann etwas in uns heil werden. Und da ist die Natur ein wunderbarer Lehrer. Patrick hat sie so als eineiiger Zwilling bezeichnet, weil sie so viel uns spiegelt, weil wir Teil dieses ewigen Kreislaufs sind. Und wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass, was in dieser Geschichte auch anklingt, dass wir ja auch Tiere essen, dass sich Tiere uns schenken, dass die tatsächlich in uns sozusagen sich verwandeln, zu uns werden oder Pflanzen.
wir werden ja etwas von uns, also wir sind Teil des Ewigen, und was wir dieser Natur antun, das tun wir uns an. Wenn wir die Natur vergiften, vergiften wir uns selbst. Und der Kreis ist ein heiliges Symbol, weil der Kreis sagt, das, was einem im Kreis geschieht, geschieht allen. Und so ist es, wenn wir nicht nachhaltig leben, wenn wir unser Klima sozusagen ja, nicht mehr schützen, sondern nicht mehr darauf achten, dann wird es uns auch das Leben kosten, gewisserweise. Das heißt, ich glaube, es ist Zeit, dass wir nachhaltig werden, dass wir eben beseelt leben. Und wenn wir in Verbindung mit unserer Seele sind, dann können wir auch diese Seele, diese natürliche Seele des Lebens um uns herum neu achten und wertschätzen. Und dann, glaube ich, fällt es uns schwer, Raubbau zu treiben mit dieser beseelten Natur. Weil wir ahnen, dass auch Leben ist, das Leben will, so wie wir auch Leben sind, inmitten von Leben, was Leben will. Und diese Verbindung zwischen uns und der Natur, letztlich ist diese Qualität der Verbindung Ausdruck des Seelischen, dass wir uns verbinden können auf eine tiefe Weise mit Natur, aber auch mit anderen Menschen. Und dass auf einer seelischen Ebene wir spüren, wie sehr wir doch alle uns zugehörig fühlen können, wie nahe wir uns sein können. Und dass letztlich Verbindung Ausdruck von Liebe ist. Denn Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist die Haltung, ja, der Verbundenheit, ja, der Zugehörigkeit. Und das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern ist Gleichgültigkeit. Elie Wiesel, Holocaust-Überlebender, hat diesen Satz gesagt. Nicht Hass ist das Gegenteil von Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Da, wo mich ein anderes Schicksal nicht mehr berührt, wo ich abgetrennt bin, unverbunden bin, das ist das Gegenteil von Liebe. Qualität der Verbundenheit ist letztlich Ausdruck von Liebe, weil eben Liebe diese Haltung dieses Zugehörigseins widerspiegelt. Ich möchte es an einem Beispiel von Eltern und Kindern deutlich machen, denn vielleicht kennen Sie das, dass wenn Sie Kinder erziehen, dass es sehr unterschiedliche Gefühlszustände durchmacht, von Freude, von Fürsorge, von Mitgefühl, aber auch von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ärger, Wut. All diese Gefühle machen wir durch. Aber Liebe ist eben dieses Ja der Zugehörigkeit, egal was diese Kinder anstellen. Wir fühlen uns auf einer tiefen Ebene mit ihnen verbunden. Egal wohin sie ziehen, ans andere Ende der Welt, wir bleiben mit ihnen verbunden. Also Liebe ist das Ja der Verbundenheit. Und auf dieser seelischen Ebene können wir eben tief erfahren, was es heißt, verbunden zu sein, eingewoben zu sein mit anderen Menschen, mit dem großen Leben. Also Liebe, ja, Verbindung und die Sprache der Seele. Also ein beseelter Mensch ist ein liebender Mensch. Einer, der sich in Verbindung weiß, der nicht abgetrennt ist. Und neulich habe ich von einer Studie gelesen, die genau das Gegenteil beschreibt, wie die Menschen dieser heutigen Zeit das Leben hier in Deutschland erleben. Die Studie hieß Generation Mitte. Eine Allensbach-Umfrage. Generation Mitte, da wurden 30- bis 60-Jährigen befragt. Also viele, die im Raum sind, glaube ich, gehören zur Generation Mitte. Und da kam als Ergebnis heraus, dass diese Generation Mitte sagt, ja, wir können wertschätzen, dass wir in einem Land von materiellem Wohlstand leben. Und gleichzeitig fühlen wir uns so unverbunden. Wir haben das Gefühl, dass wir in einer zunehmend materialistischen, egoistischen, intoleranten Welt leben, wo Menschen nur noch an sich denken, gar nicht mehr in Beziehung gehen, als in einer seelenlosen Welt. Einerseits materieller Wohlstand und andererseits seelischer Notstand. Und dann las ich am nächsten Tag in der Zeitung zwei Berichte und dachte ich, ja, die drücken genau das aus, was in dieser Einsbach-Umfrage dieses Lebensgefühl der Generation Mitte widerspiegelt. Der erste Bericht war, private Vermögen in Deutschland haben einen Höchststand. Noch nie waren die Deutschen so reich wie jetzt. Und auf der nächsten Seite war zu lesen, Autounfall auf der A8, Gaffer fotografieren Sterbenden im Krankenwagen. Wie seelenlos. Wie kann das sein?
Was muss dieser Mensch, der so ein Foto macht, für eine innere Leere empfinden? Wie unverbunden ist der mit sich und diesem anderen, dass er nicht mehr spürt, das ist da meine Würde und dieser Würde des anderen gemäß. Und dann hat es mich erschreckt, dass wir so materiell reich sind und andererseits so seelisch arm zu sein scheinen. Und dann hat es mich erinnert an eine Episode aus meinem ersten Beruf. Ich habe nämlich einen anständigen Brotberuf gelernt. Ich bin Bankkaufmann gewesen. Also ich habe in jungen Jahren Bankkaufmann gelernt und war auf einer Filiale, auf der es tatsächlich zu einem Banküberfall kam. Gott sei Dank an dem Tag, als ich in der Berufsschule war. Denn das war der Albtraum von mir damals, ich glaube von meinen Kollegen, zu eines Banküberfalls werden. Dann traf es meinen Kollegen, der morgens die Filiale aufsperrte und dann stand da einer mit einer Pistole vor mir und sagte, Geld oder Leben. Und mein Kollege hat das einzig Richtige, dann hat er den ganzen Tresor ausgeräumt und das ganze Geld ihm ausgelegt, hat sich also für das Leben entschieden. Ich glaube, nicht einem Bankkaufmann wird diese Frage gestellt, Geld oder Leben, sondern uns allen, täglich. Geld oder Leben? Wofür entscheidest du dich? Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich im Zweifelsfall für das Leben entscheiden. Die Lebensqualität. Das ist so mein Wunsch, dass wir so in dieser Gesellschaft wieder mehr Zugang zu unserer eigenen Seele finden, diesem Ort unserer Würde, diesem Ort der inneren Gewissheit, wo wir wissen, wie wir uns verhalten wollen, was stimmt für uns als Mensch, was unserer Würde auch entspricht. Und ich glaube, wenn wir diese Verbindung zu unserer eigenen Seele wieder haben, dann können wir wieder auch in dieser Gesellschaft beseelter miteinander leben. Und ich habe eine Initiative mit anderen Chefärzten gestartet. Ich freue mich, dass zwei meiner Kollegen da sind, das ist der Jochen und der Volker. Wir haben uns Gedanken gemacht, was ist denn in dieser Gesellschaft los, dass die Zahl von seelischen Leiden so zunimmt. Eine Zahl, zum Beispiel die Zahl der Krankschreibungen ist in 10 Jahren aufgrund von seelischem Leid verdoppelt. Also doppelt so viele Menschen aufgrund von seelischem Leid mussten sich krank schreiben lassen. Das ist doch kein Individualproblem, sondern das ist doch eine gesellschaftliche Schräglage. Das stimmt doch was mit der Gesellschaft nicht. Und wir als Leiter von psychosomatischen Kliniken, wir können gar nicht mehr diesem Bedarf gerecht werden, also die Zahl der Betten im Zuge haben. Ich glaube, im Januar nächsten Jahres das nächste freie Bett, theoretisch. Ja. Also wir haben ganz große Wartezeiten, ja. Also wir sind übervoll, also der Bedarf an psychosomatischen Betten ist riesengroß, weil das psychische Leid in diesem Land so groß ist. Und da haben wir uns gefragt, was ist da los? Und haben sogar einen Aufruf fürs Leben gestartet. Und daraus möchte ich ganz kurz etwas vorlesen. Am Ende meines Vortrags, denn auch am Ende des Buchs, habe ich diesen Aufruf zum Leben aufgeführt. Also es ist so eine gesellschaftliche Dimension, die sich da zeigt, dass es eben nicht ein individuelles Problem bloß ist, so der Seele zu hören, sondern auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wenn wir nicht mehr beseelt sind, nicht mehr in Verbindung sind mit uns selbst. Und deswegen haben wir eben diesen Aufruf gestartet, ins Internet gestellt, viele Unterstützer gefunden. Und ich möchte nur ein paar Sätze daraus vorlesen, am Ende eines Vortrags, der Aufruf zum Leben. Es ist Zeit. Unsere Seele leidet an individuellem Stress, an Entmenschlichung, an Überforderung und Verletzungen und an mangelndem zwischenmenschlichem Halt, mangelnder Unterstützung und Liebe. In der Tiefe unserer Seele spüren wir das Leben, das unser größtes Geschenk ist. Lasst uns achtsam und wertschätzend damit umgehen, aus Ehrfurcht vor dem Leben, mit Liebe zum Leben. So wollen wir uns für ein Zusammenleben engagieren, in dem unser Herz aufgeht, unsere Seele atmet und unsere Fähigkeiten wachsen. Lasst uns unsere Arbeit, unsere Schulen, unser Wohnen und unser Leben gestalten,
dass wir gesund, beherzt und lebendig bleiben und gemeinsam Kräfte entwickeln, die Herausforderung von heute und von morgen zu meistern. Die Welt ist so beschaffen, dass wir nur gemeinsam leben und überleben können. Wir brauchen Menschen, die ihr Herz öffnen. Wir brauchen Orte, an denen wir das Beste, was in uns steckt, wachsen lassen können. Orte, an denen wir gemeinsam lernen, wie wir leben können, ohne dass der Druck uns krank, die Gewalt uns dumpf und die Hoffnungslosigkeit uns lahm macht. Orte, an denen wir unsere Kinder aufwachsen sehen wollen. Orte, an denen wir Zufriedenheit und Glück empfinden können. Orte, an denen wir alt werden und sterben können. Lasst uns wahrhaftig sein und echte Begegnung üben. Lasst uns die inneren Quellen aufsuchen und das Schicksal eines jeden anerkennen und jeden zu seinem einzigartigen Lebens- und Entwicklungsweg ermutigen. Wir besitzen als Menschheit eine enorme Lebenskraft, eine hohe Intelligenz, ein großes Herz und ein wunderbares, kreatives Potenzial. Lasst uns in Würde zusammenleben. Jetzt. Aufruf zum Leben, ein Ruf, lasst uns unseren Seelen Folge leisten, lasst uns wieder innerlich beseelt leben und lasst uns auf die Seele hören. Vielen herzlichen Dank.